Hat nun die Kollegin Gerda Hasselfeld das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist unbestritten, die großen Herausforderungen unserer Zeit, ob das die Migrationsproblematik ist, die Bewältigung des Klimawandels, die Bekämpfung von Armut weltweit, die Verbesserung der Situation der Menschen am Arbeitsmarkt, in der Beschäftigung, die soziale Verbesserung. Vieles von dem kann nicht mehr nur national gelöst werden, sondern braucht die europäische und teilweise internationale Zusammenarbeit. Und deshalb ist es auch wichtig und richtig, dass sich immer wieder auf europäischer Ebene und auf Ebene der G20 die Staats- und Regierungschefs treffen, diskutieren, miteinander reden und Schritt für Schritt auch die Probleme angehen. Und wenn hier beklagt wurde, dass Europa vielleicht in einem nicht so ganz guten Zustand ist und manches, wie Thomas Oppermann bei Griechenland angesprochen hat, vielleicht noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist oder sogar anders gemacht werden hätte sollen, dann, meine Damen und Herren, dann wollen wir uns schon mal vergewissern, wie die Situation denn wirklich ist. Wir haben heute in der Europäischen Union, sowohl im Euroraum als auch im gesamten europäischen Bereich, die niedrigste Arbeitslosenquote seit 2008, 2009. Und das haben wir erreicht, auch durch gemeinsame europäische Bemühungen, nicht zuletzt auch durch unseren Stabilitätskurs bei der Problematik Stabilisierung der europäischen Währung. Wir haben gezeigt, wir sind solidarisch, aber zur Solidarität gehört auch, dass die Hausaufgaben in den einzelnen Nationalstaaten zur Haushaltskonsolidierung und zu den Strukturreformen gemacht werden. Der Druck ist dadurch entstanden, dass eben von Seiten der Europäischen Union unter deutscher Initiative immer wieder auf diese Hausaufgaben der einzelnen Staaten hingewiesen wurde und unsere solidarische Hilfe auch davon abhängig gemacht wurde. Das Ergebnis haben wir heute. Wir haben eine bessere wirtschaftliche Entwicklung, eine bessere Situation für die Menschen in Europa. Und auch das gilt auch für Griechenland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße sehr, dass mit der Entscheidung beim Europäischen Rat in der vergangenen Woche ein klares Signal für offene Märkte ausgesandt wurde. Ich begrüße es deshalb, weil nachgewiesenermaßen die freieren Märkte schon in den vergangenen Jahren dazu geführt haben, dass die Armut der Bevölkerung in der Welt verringert wurde. 1990 zum Beispiel waren noch 2 Milliarden Menschen weltweit von extremer Armut betroffen. Heute sind es noch etwa 800 Millionen, auch noch zu viel. Aber an dem Beispiel merkt man, freiere Märkte tragen auch dazu bei, die Armut in der Welt zu bekämpfen und tragen dazu bei, dass es den Menschen weltweit besser geht. Und gerade für uns in Deutschland sind freie Märkte in besonderer Weise wichtig, weil bei uns jeder vierte Arbeitsplatz vom Export abhängig ist. Und nur freie Märkte garantieren dann auch langfristig sichere Arbeitsplätze, garantieren eine größere Auswahl für die Verbraucher, garantieren auch günstigere Preise. Und deshalb unterstützen wir auch moderne Freihandelsabkommen wie das CETA. Und ich würde mir schon wünschen, dass die Grünen nicht nur Lippenbekenntnisse zu freien Märkten und offenen Märkten abgeben, sondern auch dann, wenn es um Konkretisierung geht, um Regeln für diese freien Märkte, auch den modernsten Freihandelsabkommen, wie es CETA ist, auch zustimmen und nicht blockieren werden. Meine Damen und Herren, viele Krisen, Kriege, Konflikte in der Welt
haben unmittelbare oder auch mittelbare Auswirkungen auch auf uns in Europa. Und deshalb ist die Frage, wie gewährleisten wir die Sicherheit der Bürger in unserem Land, von ganz entscheidender Bedeutung. Auch das können wir nicht mit nationalen Maßnahmen alleine lösen, sondern auch da ist eine intensive Zusammenarbeit auf europäischer und internationaler Ebene notwendig. Beispielsweise durch einen noch intensiveren, noch besseren Informationsaustausch der Sicherheitsbehörden in Europa. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Thomas de Maizière für seine Bemühungen um ein gemeinsames europäisches Einreise- und Ausreisesystem. Das ist eine schwierige Aufgabe, ich weiß das, aber ich schließe mich den Hoffnungen des Europäischen Rats an, dass wir zum Ende dieses Jahres hier noch zu besseren Ergebnissen kommen. Es ist ein schwieriger Weg, aber er hat es auf den Weg gebracht und er arbeitet mit großer Intensität an diesem System. Sicherheit der Bürger, das bedeutet auch bessere Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich. Dazu haben Volker Kauder und andere ja schon einiges gesagt. Auch ich will betonen, dass es wichtig ist, von Planung, Beschaffung, auch in der gesamten Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich eine bessere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene zu erreichen, um die vorhandenen Ressourcen gut und richtig effizient einzusetzen. Unser Ziel ist ein starker Pfeiler innerhalb der NATO, nicht als Konkurrenz zur NATO, sondern innerhalb der NATO eine starke europäische gemeinsame Präsenz. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Problem haben wir noch, das auch in den vergangenen Jahren intensiv in der Europäischen Union bearbeitet wurde, aber wo wir zweifellos noch Handlungsbedarf haben. Das ist die Frage, wie bewältigen wir die Migration nach Europa. Es ist keine nationale Aufgabe allein, sondern es ist eine europäische Aufgabe. Und das, was in den vergangenen Jahren hier in Bezug auf die Sicherung der Außengrenzen, auf die Bekämpfung der Schleuser im Mittelmeerraum erledigt worden ist, das kann sich sehen lassen und hat auch schon Wirkung, meine Damen und Herren. Aber wir wissen auch, dass wir insbesondere bei der Bekämpfung der illegalen Migration, insbesondere bei der Bekämpfung der Schleuserkriminalität noch Aufgaben vor uns haben und dass dabei die Zusammenarbeit mit den Herkunftsstaaten, insbesondere in Afrika, von ganz entscheidender Bedeutung ist, um den Migrationsdruck dann auf Libyen und die Mittelmeerroute tatsächlich auch zu verringern. Das ist noch eine Aufgabe, die vor uns steht, aber wir wissen, dass wir auf diesem Weg nicht nur national, sondern auch europäisch schon vieles erledigt haben. Und nun, meine Damen und Herren, es steht der G20-Gipfel vor der Tür. Im Vorfeld dieses Gipfels haben viele Gespräche mit Beteiligung der Bundesregierung, mit Beteiligung der Bundeskanzlerin stattgefunden, Gespräche mit Nichtregierungsorganisationen, mit wichtigen gesellschaftlichen Gruppen. Ich finde, das ist eine hervorragende Vorbereitung und macht deutlich, hier werden die Menschen mit einbezogen, die Verantwortlichen in unserer Gesellschaft mit einbezogen. Dieser G20-Gipfel unter deutscher Präsidentschaft, der gibt uns in Deutschland in besonderer Weise auch die Möglichkeit, die Gestaltung der Globalisierung mitzubestimmen. Die Bundesregierung tut dies mit dem Ziel, die Weltwirtschaft, die Finanzwirtschaft, den Finanzmarkt zu stabilisieren. Sie tut das mit dem Ziel, für offene Märkte zu werben, für offene Märkte, die hohe Standards gewährleisten und gegen Protektionismus. Und sie tut dies mit der Schwerpunktsetzung Afrika. Ich möchte das ausdrücklich betonen, denn in diesem Kontinent, da sind viele wirtschaftliche Potenziale, die es zu heben gilt.
Dazu brauchen wir aber Sicherheit und Stabilität. Wir alle wissen, dass klimatische Veränderungen, dass gesundheitliche Bedrohungen, dass Terrorismus, Korruption und vieles andere dort seine gute wirtschaftliche Entwicklung erschweren. Und genau an diesen Punkten setzt eben auch jetzt die Initiative der Bundesregierung an, mit dem Ziel, auch mehr privates Kapital nach Afrika zu bringen und dort damit auch den Menschen zu helfen. Ich finde, es ist eine Verantwortung der gesamten Weltgemeinschaft, die Menschen in Afrika nicht alleine zu lassen, gemeinsam dafür zu sorgen, dass sich dieser Kontinent so entwickeln kann, dass die Menschen in ihrer Heimat bleiben können, in ihrer Heimat eine positive lebens- und berufliche Perspektive haben. Und da, meine Lieben, meine Damen und Herren, sind wir alle miteinander gefordert. Und deshalb ist es richtig, dieses zum Schwerpunktthema der G20 zu setzen. Ich will das auch ganz deutlich sagen, kein Verständnis dafür, dass schon im Vorfeld des G20-Gipfels gewaltbereite und linke Chaoten ankündigen, dass sie mit allen Mitteln den G20-Gipfel attackieren wollen. Meine Damen und Herren, was gibt es sonst an Möglichkeiten, um die globalen Probleme, die Probleme der Welt in der heutigen Zeit zu lösen, als immer wieder miteinander zu reden, Vereinbarungen zu treffen, und zwar nicht im stillen Kämmerlein, nicht nur zwischendurch einmal, sondern regelmäßig bei so einem G20-Treffen. Da hat Gewalt, wie auch in sonstigen Bereichen, keinen Platz und darf auch keine Toleranz finden, auch nicht im Vorfeld mit Verharmlosungen oder gar mit Rechtfertigungen. Ich wünsche der Bundeskanzlerin nach einem erfolgreichen Europäischen Rat nun auch einen erfolgreichen G20-Gipfel. Niemand sonst außer ihr hat eine so reichhaltige Erfahrung und eine so hohe Anerkennung weltweit. Wir wissen bei ihr unser Land in guten Händen. Norbert Spinnrad hat als nächster Redner für die SPD-Fraktion das Wort.